spurlos verschwunden. Sie ist wild, oder? Sie wurde ordnungsgemäß in den Kühlraum gebracht. Wann wurde sie eingeliefert? Heute Nacht. Ich lege euch die Unterlagen hier, ja? Gegen 23.30 Uhr. Leichen, die am späten Abend reinkommen, werden dort zwischengelagert, bis der zuständige Pathologe am nächsten Morgen die offizielle Aufnahme vornimmt und dann die Sektion einleitet. Was war die Todesursache? Ja, deswegen kam er ja zu uns. Er war wohl stark alkoholisiert, unterkühlt und hatte eine Kopfplatzwunde in der rechten Schläfenregion. Er wollte nur was trinken gehen. Möglich, dass man ihn zum Haupteingang rausgeschafft hat? Unmöglich. Herr Tröger war die ganze Nacht oben in seiner Loge. Er glaubt allerdings, dass er was gehört hat. Ja, was? Das weiß ich doch nicht. Frag ihn doch selbst. Was hast du denn gehört? Der war irgendein Geräusch, eine Tür oder sowas. Ich bin gleich nach unten, hab alles gecheckt. War nichts. Wann war das? Kurz nach drei. Meiner Meinung nach gibt's nur eine Möglichkeit, hier eine Leiche rauszuschaffen. Dadurch. Ich check das. Dass da eine Leiche gefehlt hat, das haben Sie nicht gemerkt? Nee, ich hab da... Da kommt ein Blinder mit dem Krückstock rein. Sind Sie überhaupt sicher, dass der Tod... ...an einer Leiche? Vielleicht wollte jemand verhindern, dass sie obduziert wird. Oder für wissenschaftliche Experimente wie Dr. Frankenstein. Wie und wo würdet ihr eine Leiche verschwinden lassen? Also mit Gewichten beschweren und im See versenken ist zu riskant. Ohne ausreichende Beschwerung kommt die Leiche irgendwann wieder hoch, weil die Fäulnisgase den Körper aufblasen wie ein Ballon und nach oben treiben. Verbrennen? Dafür braucht man mindestens 1000 Grad, also ein richtiges Krematorium. Und selbst dann bleiben immer noch rund 1 Kilo Rückstände übrig. Die Leiche in Chemikalien auflösen, zum Beispiel in Salzsäure, das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist aber auch schwierig, weil dabei meist so ein gelatineartiger Brei zurückbleibt. Was ist mit Kleinhacken und portionsweise einfrieren? Tja, das geht natürlich auch, aber erstens ist das eine Riesensauerei und zweitens... Erstens müssen wir die Leiche finden, zweitens müssen wir wissen, was Biermann gemacht hat zwischen 16 Uhr und seinem Tod und drittens müssen wir jemanden finden, der ein Motiv hatte. Ich finde, Frau Biermann und Herr Jürgens machen doch einen recht vertrauten Eindruck, oder? Ich schaue mir Biermanns Firma nochmal an, Immobilien und Projektentwicklung. Der hat einen riesen Wellnesscenter in der Innenstadt geplant. Zimmermann? Miguel, hast du mit den Kollegen gesprochen, die den Fall aufgenommen haben? Ja, für die war das eine Routinesache. Sieht aus wie ein Alkoholiker, der sich im Suff das Hirn aufgeschlagen hat. Okay, verstehe. Danke. Das war die Spurensicherung. Im Park haben sie einen Stein gefunden, an dem Blut klebt, möglicherweise die Tatwaffe. Dann brauchen wir dringend einen DNA-Vergleich. Und Miguel, ja? Du klapperst alle Kneipen in Lindenau ab. Alles klar. Biermann, Sie können sich nicht vorstellen, was mit Ihrem Sohn passiert ist? Nein. Eine vage Vermutung. Ja, raus mit der Sprache. Vielleicht ist er von irgendwelchen Schuldeneintreibern in die Mangel genommen worden. Wie kommen Sie denn darauf? Ich meine, ich weiß es nicht, aber er hat sich mit seinem Wellness-Club komplett übernommen. So viel ist sicher. Wer sollen denn diese Schuldeneintreiber gewesen sein? Das weiß ich doch nicht. Er hat seit Wochen nicht mehr mit mir über sein Projekt gesprochen. Er dachte, ich sei neidisch. Dabei habe ich ihn gewarnt. Ach, er war doch viel zu blauäugig. Er hat ihn also misstraut. Weil er, was Geschäfte anging, völlig vernagelt war. Sonst war er ein prima Kerl. Ehrlich. Hat er für Sie gearbeitet? Bis vor einem halben Jahr. Er hat für mich Immobilien vermittelt. Dabei ist er wohl auf dieses Grundstück gestoßen. Und plötzlich war er komplett von der Rolle. Keinem guten Ratschlag mehr zugänglich. Tanja und ich haben uns wirklich Sorgen gemacht. Herr Jürgens, wissen Sie was? Ich werde mich darum kümmern, okay? Ich weiß gar nicht, warum ich hergekommen bin. Sie glauben mir ja doch nicht. Ich wollte bloß helfen. Was hast du mit dem gemacht? Vergiss es. Erzähl mir von irgendwelchen Schuldeneintreibern, die seinen Freund im Park überfallen haben. Sag mal, was willst du lieber gucken? Jungfrauen im Blutrausch oder Geisterschiff der Killerkannibalen? Du, sei mir nicht böse, aber ich muss mir echt durchsteigen hier. Die Geschäftsunterlagen von den Biermann sind total chaotisch. Hi, ist Papa da? Nee, ist unterwegs. Kann ich dir helfen? Ich kann dir auch helfen. Ich glaube nicht, dass es ein bisschen kompliziert ist. Ist doch kein Problem, wir können doch was essen gehen. Hey, Kollege, wir haben eine Session am Laufen. Okay, pass auf, wenn du mir versprichst, dass du keine Kratzer reinmachst, dann würdest du dir ausleihen, die Super Premium DVD, Super Doppel Zombie Box. Ich mache mir halt Sorgen um Papa. Er hat doch niemanden außer mir. Papa ist schon groß. Er wird das überleben. Ja, es wäre blöd von mir, das Angebot auszuschlagen. Außerdem, Rom ist so eine tolle Stadt. Tolles Essen, tolle Umgebung, tolle Männer.
Nur 2,5 Flugstunden bis Leipzig. Ja. Am Anfang werde ich so viel arbeiten müssen, da werde ich kaum herkommen können. Naja, es wird schon, oder? So richtig begeistert bist du nicht, oder? Doch. Ja? Ja. Aber? Ich lebe halt ganz gern hier. Ich mag meinen Job, meine Kollegen, meine Freunde. Ich spreche besser Sächsisch als Italienisch. Was spricht für Rom? Ja, Rom. Ja, klar. Rom. Ja, klar. Was denn sonst? Außerdem, eine Veränderung ist immer gut. Folge einfach deinem Herzen. Man kann doch nicht ständig seinen blöden Gefühlen nachgeben. Was verbrochen? Tja, wie man es nimmt. Er ist tot. Was ist mit seiner Frau? Kollege, du wolltest mir was erzählen, bevor du vom Hocker gefallen bist. Wie? Nee, ich kann mich gar nicht erinnern. Worüber haben Sie mit Stefan Biermann gesprochen? Ja, alles Mögliche. Philosophie, Politik. Ja, der Stefan, der hatte eben, ja, der hatte häusliche Probleme, Streit ums Geld. Richtig viel Geld. Später tut's einem leid. Wem tut's leid? Hä? Der Stefan. Der hat seine Frau erpresst. Womit? Ne, weiß ich nicht. War irgendwas mit der Tochter. Ja, und dann großer Katzenjammer. Mensch, hat sie ihn